da gekündigt werden, das erklärt wird über eine Pressemitteilung, wir gehen vor das Arbeitsgericht. Das hätte man doch auch alles nach der Saison regeln können. Ja, das hätte man alles nach der Saison. Wieso schmeißt man Prütz raus? Lass ihn doch erstmal bis zum 18.05. arbeiten und dann kann man sagen, was machen. Esker, Meier, Müller, Schuld. Wir sind nicht von eurer Arbeit überzeugt. Wir sind nicht davon überzeugt, mit euch den Weg zu gehen, den wir glauben zu gehen. Nein, warum hat man die dann rausgeschmissen? Warum hat man das denn gemacht? Wer hat dann für Unruhe gesorgt? Ich habe dann für Unruhe gesorgt. Ich habe nicht für Unruhe gesorgt. Ich habe immer Kröger ermahnt. Lasst die Scheiße sein. Und soll ich mal was sagen? Die waren noch gar nicht an der Macht. Da haben die schon E-Mails verschickt, wie schlecht die alle sind. Ja? Die haben gesagt, den schmeißen wir raus, den schmeißen wir raus. Nur, die haben einen Fehler gemacht, diese schlauen Herren. Die haben die E-Mail im CC geschickt, wo auch Mitarbeiter das lesen konnten, haben gesagt, ach, das ist die Vorgehensweise, und diese E-Mail, die wird demnächst auch noch öffentlich sein. Dann werdet ihr auch verstehen, was ich damit meine. Ihr könnt mir alle Vorwürfe machen, ihr könnt auch sagen, ja, und aus dieser Gruppierung, weißt du was, kommt auch noch, dass nicht ich die Mannschaft zusammengestellt habe, Herr Fuchs, ne? Ist auch noch einer, der im Vorstand sitzt, den Fußball erfunden hat. Ja? Der hat vom Fußball keine Ahnung, der hat von Tüten und Blasen keine Ahnung. Entschuldigung, dass ich das einfach mal so sage. Und deswegen kann ich mit diesem Gewissen, in der Verantwortung gegenüber den Fans und Sponsoren, kann ich dieses Amt nicht mehr ausüben. Weil die bringen den Verein dahin, wo er nicht hingehört. Wo ich immer geglaubt habe, für zu kämpfen, Entschuldigung, dass er woanders hingehört, ja. Das ist einfach so, ne. Wenn man während einer Pressekonferenz erzählt eine Frau, ihr wisst, wen ich meine, was will der denn? Wenn man mal Insider wissen, der hat mit dieser Mannschaft überhaupt nichts zu tun. Diese super zusammengestellte Mannschaft hat doch der Vorgänger Uwe Fuchs zusammengestellt. So was wird das muss ich mir nicht antun. Das muss ich mir nicht antun. Das tut mir einfach leid. Nein, da kann ich nicht drüber stehen, weil ich ein Gerechtigkeitsfanatiker bin. Weil ich auch nach Gerechtigkeit aufstellen will. Ja, wenn auch so eine Mini-Presse, wenn sie in Köln oder sonst wo arbeiten, dann können sie jetzt nicht, dass das ihre Arbeit scheiße ist. Das sind doch irgendwelche soll ich dir mal was sagen? Selbst da werde ich auch meinen Mann stehen. Ich werde überall meinen Mann stehen, aber ich will intern im Verein, will ich Ruhe und Rückendeckung haben, sowieso in der Konstellation. Und ich sage dir, ich habe vom ersten Tag an von denen keine Rückendeckung bekommen. Keine Rückendeckung, im Gegenteil. Ich musste mich mit Leuten auseinandersetzen, die dieses Geschäft gar nicht kennen. Und ich sage mal, ich bin nicht mit der Unruhe angefangen. Ich habe keine langjährigen Mitarbeiter in einer Situation entlassen, wo ich sie nicht entlassen muss. Ich kann das nach der Saison machen. Lass uns den Aufstieg machen. Und dann können die alle Veränderungen machen. Haben sie das Recht, weil sie die Verantwortung haben. Nur wo sind wir denn jetzt? Nach Heska muss trotzdem einer eingestellt werden. Und der kriegt trotzdem 100.000 Euro Abfindung. Und wer hat das Geld? Wir haben kein Zinngeld. Brütz kriegt 400.000, das sind doch mal die Pflege. Wir haben aber kein Geld. Aber raus damit, weg, neue hier. Wer soll das bezahlen? Die Fans machen doch hier schon genug und die Sponsoren. Wer soll denn das bezahlen? Brauchen 1,7 Millionen Liquiditätsreserve. Dafür bin ich doch nicht verantwortlich. Nur wenn ich wofür verantwortlich bin, gehe ich das anders an. Und soll ich dir mal was sagen? Hier sind ja noch mehrere Mitarbeiter. Ja? Die müssen ja auch gehen. Weißt du, wie schlecht die gemacht werden von denen? Schlechte Presse allerdings, dann wird uns vorgeworfen.